Şah heyne bamramim Hamet seymen uhane khonno Ale kane fey Aşek yenno Bemahallo Kadaşim otarim Kızar harakiyo Mazahirim Hatni Şemat Hezan haroşi Neim zemiros Yisrael Rav Shlomo ben Rav Yosef Halevi Zulzer Shiolach Leyolamo Avur Shionu mitzpalelim Venodvim litzdoko Beyadas koros Nishemoso Yostirei hu besaiser knofav Leolamim Vaitror Bitror hachayim Senişimosa Adonai Nachaloso Veyonuach Besholom al mishkavo v'nomar Yiskadal ve'yiskadash shemei rabo Ve'almod yivroch yirusei ve'yamlich malchusei Bechayechon uve'yomechon Uve'chayedecho beis Yisroel Bagalo v'zman kori v'meru omein Yehei shemei rabo mevorach li'olam ul'olmi olmayo Yisporach v'yishtabach v'yispoar v'yisromam v'yisnasei V'yishadar v'yisale v'yishalal Shemei dekudesho v'richu לאלו מן כל ברכוסו ושירוסו, תושבחוסו ונחמוסו, דמירון בעולמו ומרו מהן. יהי שלמה רבו מן שמיו וחיים, עולנו ועל כל ישראל ומרו מהן. עושה שלום עם רמוב, ויעשה שלום עלינו. ועל כל ישראל ואמרו אמן.
Let's put a stone, yeah. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie aufs Herzlichste zu diesem Gedenkkonzert. Sie sind Zeuge eines historischen historical first. Diese Synagoge, die 1826 erbaut worden ist und in dieser Synagoge Salomon Sulzer seine historische kantorale Musik zum ersten Mal dargebracht hat,
ist heute Szene für dieses Gedenkkonzert. Nicht nur aus diesem Grunde ist es ein außerordentliches Ereignis. Es ist ein außerordentliches Ereignis, weil die American Society for the Advancement of Cantorial Arts eine Schöpfung eines Mannes, unseres Heim-Wiener, hat uns dadurch, dass er uns Gelegenheit gegeben hat, ihn einzuladen, die Möglichkeit gegeben, sicherlich die berühmtesten, bekanntesten Kantoren dieser Welt hier in Wien in dieser Synagoge zu hören. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und ich wünsche unseren Freunden, die keine Mühe gescheut haben, hierher zu kommen, viel Erfolg. Meine Damen und Herren, ich darf Sie jetzt mit Mr. Yehoshua Trigor, den Vice Presidenten der AMSA, der American Society for the Advancement of Cantorial Art, Minister of Plenipotentiary, with the Israeli Foreign Ministry vorstellen. Mr. Trigor. Chief Rabbi Eisenberg and President Paul Gross and the ladies, President of our organization, Mr. Chaim Wiener, our Vice President, Mr. Erwin Kattler, Maestro Recuti, ladies and gentlemen, ich habe mein Deutsch ganz vergessen, also werde ich Englisch sprechen. I hope you realize how we feel relieved, happy that our work can be associated with the name of Solomon Zulzer. Today, half an hour after we landed at the Vienna airport, we went immediately to the grave of Solomon Zulzer. We prayed there and we said thanks to the Lord for giving us people of such distinction. We're not only curators, but also performers of Jewish sacred music. Our organization felt that Chazanut was about 10 years ago like an extinct art. And we felt very badly about it because it also meant the Jews were removed from their sources, from their roots. And Mr. Wiener and his wife, who is not with us, Gila, who is the vice president of our association and works very hard, they felt that it should be revived, and we have taken upon us the task to revive Chazanut and to claim the dignity and the covet that Chazanut deserves in our lives and in music in the world. First of all, we try to help the communities that are weak, the communities that for a long time did not have the opportunity to pray and to develop. After 72 years, you couldn't expect many chazanim in Russia. So our organization went 3 times to the Soviet Union, and certainly on Tevin we sent them chazanim to perform, because otherwise there would be no prayer. The same is true about Romania, where we sent this year 6 student cantors from our school that I will mention in a second. We have also done something to revive Yiddishkeit in Israel itself and in the United States. It was not our prime mission. We tried to help the weakest first, but today we can afford the time
and the opportunity to come to communities also in the free world. We also train the Chazanim from the Eastern Bloc in our school in Tel Aviv, which is jointly owned by the American Association, by the Tel Aviv municipality, and by Heichal Shlomo in Jerusalem. This is some of the activity that we do. We feel that with the people that we have, with the great masters that we have, with the wonderful machbooks in our school, we graduated 27 young cantors, and each and every one has undertaken to go wherever he will be sent in Eastern Europe to perform so that the Batei Knesset are not empty, and so that we have a prayer there, because the countries that suffered from Hitler most don't have the Klei Kodesh. They don't have the people who can perform. They were the cradle, but today it was like a grave. So we have revived them. And now, ladies and gentlemen, I want you to know that tonight we will lay a claim to restore the importance and the dignity of Chazanut with the help of the master cantors. And first of all, I'd like to mention again Maestro Rekuti, who conducted the Chazanim with the Symphony Orchestra of Budapest a few days ago, and is one of our leading conductors, Maestro Rekuti. I will call now to join me here Master Cantor David Bagley, Master Cantor Aryeh Brown, Master Cantor Yaakov Motzen, Master Cantor Ben Zion Miller, Master Cantor Alberto Avram Mizrahi, Master Cantor is a good friend, and last but not least, Master Cantor and accompanist, a great musician, a great artist, as you will find out. Oh, yes, yes, yes. Oh, hi, I'm sorry. Master Cantor Chaim Adler. And Achron Achon Chaviv, Master Cantor Danny Gildar, the accompanist. And now I will call for a special presentation our dear Rabbi, Chief Rabbi Eisenberg. And our beloved President, Mr. Chaim Wiener. It takes a lot of hard work and devotion to try to preserve an art that only 10, 12 years ago was considered as dead. This beautiful art of Chazanut, Jewish liturgy, our culture, our heritage, which you will hear in a few minutes, is definitely alive. We did not perform any miracle. We happen to be a group of practical dreamers, and today I'm happy that a new dimension is being added to our family, and this is a new practical dreamer, and this is the Chief Rabbi of Austria, Rabbi Chaim Eisenberg.
So at this time I would like to present to you with our insignia, our medallion. And I want to wish you good luck in Israel Kohen, and thank you very much. Nach so einem Beginn sollte man wirklich nicht mehr viel reden, sondern nur gleich zur Musik übergehen. Trotzdem einen kleinen Gedanken, wenn ich mir erlauben darf zu sagen, sehr geehrter Präsident, Presidents and Vice Presidents of the American Society for Advancement of Cartorial Arts, liebe Freunde, ich habe heuer im Sommer, vorigen Sommer, Chaim Wiener und einige der hier anwesenden Kantoren in Tel Aviv bei einem Konzert kennengelernt und habe sie gefragt, ob sie nicht nach Wien kommen wollen. Und sie haben mir darauf gesagt, wichtiger ist ihnen Budapest, Bukarest, Minsk, Moskau, Tschechoslowakei, Polen. Und sie waren jetzt überall dort, denn dort ist wirklich das Judentum im Aufwachen und mit ihren Konzerten helfen sie tatsächlich dazu mit. Und ich glaube, es ist eigentlich etwas ganz Ähnliches, was Salomon Sulzer in seiner Zeit gemacht hat. In seiner Zeit war in Westeuropa Chasanut in Gefahr, verloren zu gehen, weil die westliche Kultur mit der östlichen Weisen nicht fertig geworden ist. Und er war ein großer Künstler und es ist ihm gelungen, hier in diesem Tempel jene Musik zu kreieren, die einerseits das Herz der osteuropäischen Chasanut weiter gepflegt hat und zusätzlich aber ein wenig für den westlichen Zuhörer geschliffen hat, die Musik für Chor geschrieben hat. Und so wie er damals Chasanut für seine damalige Zeit gerettet hat, so wird von Chaim Wiener und seiner Gruppe Chasanut für heute gerettet und gleichzeitig Jüdischkeit in Osteuropa. Sie haben sich nachher doch bereit erklärt, auch zu uns zu kommen, als sie gehört haben, dass hier der Anlass eben die Ehrung von Salomon Sulzer ist. Und wir werden diese Ehrung und diesen Abend mit einem kleinen Gedenkteil beginnen. Ein Gedenkgottesdienst, eine Jahrzeit, es ist 100 Jahre her, dass Salomon Sulzer gestorben ist, ist nicht immer eine traurige Sache. Bei Chassidim und Jahrzeit von Rebbes nicht so traurig genommen. Insbesondere, wenn es schon 100 Jahre her ist, dass jemand gestorben ist, dann ist der traurige Teil vorbei, aber das Gedenken und das Bewahren der Tradition tritt an die Stelle der Trauer. Und hier möchte ich insbesondere erwähnen unseren Oberkantor Abraham Adler. Der an jener Stelle singt und betet, an der Salomon Sulzer gebetet hat. Und so darf ich Sie ersuchen, den ersten Teil vielleicht beim Kel Malerachamim dann aufzustehen. Und ich möchte gleich ansagen, wir beginnen mit dem Gedenkteil.
Josef Beseter, Schiviti, beides von Salomon Sulzer, die Kantoren Bagli, Good Friend, Motzen und Mizrachi und der Solist Kantor Chaim Adler werden diesen Teil beginnen. Anschließend Kelmale Rachamim von unserem Oberkantor Abraham Adler.
תדרוך תרמוס כפיר וסנין כיווי חושק ואפלתהו עושה גבר כי ידע שמי יקרא איני והנה אמו הנויכי וצורה Darf ich Sie suchen? Oy be malo ish kidol ish
meyerim humadi החשוב והנכבד שלמה בן יוסף הלוי עובר קנטור סלומון זורצר שהולך לעולמו בעבור שכל הקהל והחזנים בעולם מספללים לילוי נשמוסו Begane yeden tehey menu khosoy lohe Rachamim Yastiriu B'seiser B'seiser K'nufov Le'yoholomim Vitzeroyer bisurira chayim es nishimusoy adinoyu nachalusoy deyanuag bishuloyim al mishkevoy denoyma. Wir gehen über zur Musik von Salomon Sulzer und auch das ist nicht ganz korrekt. Der erste Teil, das erste Lied, Tov Lehodot, Psalm 92, wurde von Franz Schubert Salomon Sulzer gewidmet. Und Salomon Sulzer hat es in seinem Werk Shir Zion mit der Anmerkung, dass es von Schubert ist, veröffentlicht. Ich rufe Herrn Kantor Isaac Goodfriend Tov Lehodot. Mavodlu Masecho Adoshem Miodomeku Makshevosem Je balo yedo resilo yovines esos vifroach reshoim kemo eisem vayotzitzu kol poale oven lehishon Tom adiyat Beatom aram leolam adoshem
ore du colpo alle ore vatorem cirem care mi valosime scemen ramon vat abeite in i vesuroi vacom i molaim re Kantor Naftali Herstig konnte leider nicht zu uns kommen. Und so hat Heimwiener Kantor Jakob Motzen eingeflogen, zusätzlich, den wir im zweiten Teil hören werden. Wir setzen jetzt fort, Veterev, Kantor Alberto Mizrachi. Oh,
Yeah, boy.
Ich will zwischendurch eine kleine Bemerkung noch nur machen. Sie sehen, dass die Chasanim alle von Noten singen. Der Grund dafür ist, dass die Musik von Sulzer heute nicht mehr die Popularität hat, vielleicht wie früher überall. Und die Kantoren haben eine besondere Anstrengung gemacht, Stücke einzustudieren. Zum Teil werden wir auch ein Quartett hören, was sonst bei Chasanim gar nicht üblich ist, dass sie gemeinsam Chor singen. Sie haben sich insbesondere bemüht, dieses hier einzustudieren. Und in diesem Sinne darf ich Sie vor allem dann auch auf den zweiten Teil des Programmes hinweisen. Für diejenigen, die die bekannten Stickerlach sozusagen hören wollen, die kommen dann im zweiten Teil. Wir setzen aber fort mit Musik von Salomon Sulzer, Rezevim Luchatenu, Kantor David Bagli. Oh,
Das angekündigte Quartett Adon Olam, die Kantoren Bagli, Goodfriend, Mozen und Mizrachi. Oh.
Herr Rabbi Shemuel Hatzmar. Behizekir es Hashem Rabbi Shmuel Kohen Gadol.
Aus Israel ist zu uns gestoßen Kantor Arie Braun. Am Konzertprogramm sehen Sie ihn nicht, aber bei den Interpreten haben wir ihn schon eingefügt. Er hat darauf bestanden, dass ich korrigiere, er wurde nicht 1914, sondern 1934 geboren. Er ist Oberkantor der israelischen Armee, auch sowas gibt's, und wird zwei Stücke von sich geben, Umipne Chataenu und Rezei. Kantor Arie Braun. Une fois, j'en sais encore,
Mit so einem Oberkantor ist fast ein Wunder, dass die israelische Armee noch Tanks braucht. Über den nächsten Kantor finden Sie in Ihrem Heft nichts, weil er sich bereit erklärt hat, einzuspringen. Kantor Jakob Motzen, daher muss ich Ihnen was erzählen, selbst über ihn. Ungefähr vor 15 Jahren, als ich in Jerusalem studiert habe, bin ich alle paar Wochen mal nach Ramat Gan gefahren.
Dort war ein junger Kantor, Jakob Mozen, und ich bin Schabbatvormittag von 8 bis 12:30 dort gesessen, weil ich ihn hören wollte. Und die große Synagoge von Ramat Gan ist ein richtiges Sprungbrett für junge, begabte Kantoren. Heute kommt Kantor Jakob Mozen zu uns aus Kanada und singt für uns Hashir Shalvim Hayu Sharim Bevet HaMikdash.
Auch über Ramat Gan nach Toronto, Kanada, ist Kantor David Bagley gelangt. In Änderung des Programmes singt er Misratzeh Berachamim. Kantor David Bagley. Misrotze berachamim, umispayes
Diesmal genauso, wie es im Programmheft steht. Maran Divishmaya von Kantor Is a Good Friend. Aus Polen stammend war er kurz nach dem Krieg Kantor in Berlin. Damals hat er sicher noch Gut Freund geheißen. Aber nachdem er fast 40 Jahre in Amerika war, ist kein Wunder, dass er jetzt Good Friend heißt. Wir rufen unseren guten Freund, Kantor Is a Good Friend, Maran Divishmaya. Habet,
Ein Rabbiner verspricht nie zu viel. Und jetzt verspreche ich Ihnen noch etwas. Der nächste ist Bension Miller, dafür bekannt, dass er jedes Stück um zumindest einen Ton höher beginnt als seine Kollegen und dann trotzdem das hohe D schafft. Bension Miller, Ribono Shel Olam, ein Gebet, das für heute sehr gut passt, weil morgen ist Rosh Chodesh, eigentlich heute jetzt schon, und am Tag vor Rosh Chodesh, Yom Kippur Katan, wird dieses Ribono Shel Olam gebetet. Bension Miller.
Wir haben statt einem Finale zwei Finale. Vorher möchte ich noch etwas Kleines verlautbaren. Wir haben nicht nur unsere Kantoren hier helfen Jüdischkeit im Osteuropa. Wir haben diese Woche in Wien auf Einladung des Jewish Welcome Service Dr. Zellmann und der Kultusgemeinde eine Gruppe von jüdischen Leitern aus Ungarn, der Tschechoslowakei und Jugoslawien aus verschiedenen Städten, mit denen wir Gespräche führen wollen, ein Seminar machen wollen, um von unserer bescheidenen Erfahrung hier Ihnen zu helfen, Ihre Gemeinden ein wenig aufzupäppeln, hat man mir gesagt. Gut. Am Freitagabend werden diese gemeinsam hier beim Gottesdienst sein. Und ich glaube, wir sollten Sie alle hier gemeinsam auch begrüßen. Und jetzt zum ersten Finale. Ich darf die... Thank you.
Verehrter Herr Oberrabbiner, Präsident der Kultusgemeinde, meine Damen und Herren. Als wir sich nähern zum Schluss dieses Konzerts, möchte ich gerne die Gelegenheit nehmen, um die Fundation für die Erhöhung und Fortschritte der kantorale Kunst, die das Gila und Heim Wiener gegründet haben, herzlich bedanken. Für die Bemühung und Verpflichtung zum Bewahren der synagogalen Musik über den ganzen Erdkugel. Im Namen meiner Kollegen, wie auch in meinem eigenen Namen, möchte ich auch herzlich bedanken Herrn Heim Wiener,
der da heute mit uns im Saal ist. Herr Müller. Für die große Ehre und seltene Gelegenheit er uns gegeben hat, dass wir Kantoren aus allen Teilen der Welt gekommen sind, teilzunehmen in die historische Jahrzeit einen der größten Meister, der den Grundstein gelegt hat für die Zukunft, die liturgische Musik in alle Synagogen. Damit verwirklichen wir den Traum, die Chaim und Gila Wiener Fundation beschäftigt ist. Vielen Dank nochmals.
Oh,
Ihr Rotzäune, meine Fonne, oh, oh, schön.